dir eine einfache Frage. Bist du ein Mensch oder ein Sklave? Ich bin ein Liebesgott. Uah! Ein sehr vorsichtiger Liebesgott. Das klingt ja beruhigend. Danke fürs Kompliment. Das ist mein neues Aftershave. Außerdem finde ich es ein bisschen merkwürdig, sich Pheromone für kleine Mädchen dran zu klatschen. Das klingt so falsch, wie es ist wahrscheinlich. So. Oh, ich mache aber erstmal hier bei der Fotoapparillo, ne? Oh. Nur Hecken, Pistolenkugel, Schrot, Napalm, ja, I-Spritze, Verbandskasse. Ionischer Schrot? Willkommen im Zirkus der Werte. Komm, nehmen wir mal einen Autohacker hier. Und dann nehmen wir uns mal ionischen Schrot. Im Zirkus der Werte. Nein! Big Daddy Pheromonprobe. Bevor ich die nehme, möchte ich gerne noch... Weil dann kommen wieder überall so eine Viecher. Möchte ich mich ja noch ein bisschen umschauen gerade. Was habe ich? Einen Scheiß habe ich eingebrockt. Ich höre euch doch. Jetzt kann ich den Verbandskasten hernehmen. Na, Verbandskasten nehmen. Warum nur Mädchen? Ich weiß, warum es Kinder sein müssen. Aber warum nur Mädchen? Das kann ich nicht begreifen. Auch wenn ich weiß, dass es so ist. Fontaine sagt, so braucht man im Waisenhaus nur eine Toilette. Es ist faszinierend zu beobachten, was das Adam mit ihren kleinen Körpern anstellt. Ihre eigenen Zellen werden durchweg durch neue Stämme ersetzt, sobald sie beschädigt werden. Diese Kinder sind praktisch unverwundbar. Es ist eine Schande, dass das nicht mit Erwachsenen funktioniert. Es gäbe sicher einen großen Markt für unverwundbare Männer. Ich wollte gerade sagen, dafür gibt es auch keine Big Sisters, aber das ist natürlich gelogen. Natürlich gibt es die. Wie wir ja bald schon erfahren werden, wenn mich nicht alles täuscht. So, hier müssen wir uns ein bisschen durchschlängeln, wie es aussieht. Na, das kann ja heiter werden. So, dann gehe ich mal hier nach oben. So, dann da nach rechts. Dann da wieder nach oben. Dann da wieder nach rechts. Bitte sag mir, dass da noch einer rechts ist, Gott sei Dank. Ich wollte gerade schon jemanden hauen. So. Die Tür sitzt schief. Ach du Heilige. Ich glaube, hier ist ein Little Sister ein bisschen amok gelaufen. Süß. Ach du Scheiße. Einfach allerliebst. War ich hier schon drin? Ja, ja, doch, da war ich ja gerade drin. Eine Eve-Spritze, die wir nicht nehmen können.
All good girls gather. Alle braven Mädchen sammeln. Hallo? Hey! Boah, hier Essen, die Essensklappe. So, dann holen wir uns mal ganz kurz noch mal ein bisschen Rosie hier. Zack. Und noch mal, sicher ist sicher. Jetzt ist zwar eh schon zu spät. Aber schaden kann es nichts. Ich gehe mal ganz kurz mal auf der andere Seite in die Zellen. Oh. Das sieht nicht sehr nach Zelle aus. Taste benutzen. Kartoffelchips. Taste benutzen. Nichts mehr. Taste benutzen. Ach, da kriege ich Stromschläge. Hä? Bei Frauen kriege ich einen Stromschlag, bei Männern aber nicht. Ach, Big Daddy. Bei Big Daddy kriege ich eine Belohnung. Ah, verstehe. Angel. Always stay close to a friend. Bleib immer in der Nähe eines Freundes. Hidey Hole. Versteck. Leiche. Untersuchen. So. Dann hack ich einmal das hier. Das andere Ding hack ich auch gleich weg. Alter, ich bin nur noch am Hacken, 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 Hacken. So, dann hier nach oben, da nach oben, da nach rechts ist schon super. Dann gehen wir da einmal rüber. So, dann jetzt einmal nach oben. Und dann einmal hier nach rechts. Zack. Nochmal hacken. So. La 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 la. Warum hauen sich einfach 10 Geschütze dahin? Das ewige Rumgehacke. Also langsam. Ein bisschen nervt es ja schon, muss ich ja zugeben. Nervt mich selber schon ein bisschen. Auch wenn wir hier relativ gut durchkommen immer. Aber trotzdem. Es ist nicht unbedingt der größte Spannungsgarant, wenn man die ganze Zeit nur vor irgendwelchen Maschinen hängt und hier die ganze Zeit irgendwelche Mini-Rätsel macht. Na, jetzt fehlt ja wieder so einer. Geht das, wenn ich das jetzt so mache? Nee, halt, so rum. So rum? Dann nehme ich so ein, so geht es. Okay. So. Weißt du, jetzt finde ich ionischen Schrot ohne Ende, wo ich die Taschen damit voll habe. So, den haben wir schon. Da ist die kaputte Tür. Dann gehen wir mal wieder nach oben. Halt! Wen haben wir denn da? Ein Houdini-Splicer. So, zum Glück haben wir die abfotografiert. Und hier kriegen wir auch noch eine Eve-Spritze. Das ist natürlich sehr liebevoll. Daddy ist einsam. Hier kommen wir wahrscheinlich nicht mehr rein. Nee. Ah, Bandagen. Autopsie. Alter, habe ich schon mal erwähnt, wie viel wir hier hacken müssen die ganze Zeit? Das... Boah, kein Wunder, dass das 50 Milliarden Folgen sind, weil wir die ganze Zeit nur am Hacken und so. So, ach, Alter, da muss ich jetzt den hier setze ich dazwischen, dann muss ich da nach unten.
Obwohl, da kann ich ja eigentlich die ganze Riege nach unten durch. So, dann schwenke ich einmal nach links rüber und dann einmal nach unten und zack. Hier sieht man schon, hier wird mit den besten Mitteln, mit saubersten Arbeitsmaterialien wird hier umgegangen. Ekelhaft. Bitte, Papa Sochan, ich will nicht auf den Tisch. Also auch lebendig. Och, hier die ganzen Kleider von den Little Sisters. Ach du Scheiße. Panzerknacker 2. Wollen Ihre Gegner Dinge vor Ihnen wegschließen, die rechtmäßig Ihnen gehören? Überlassen Sie ihnen nicht Ihre hart erarbeiteten Güter. Holen Sie sie sich zurück mit dem neuen Panzerknacker 2. Safecracker heißt er auf hier noch und dann heißt er jetzt Panzerknacker 2. So, und wir holen uns jetzt die Pheromonprobe. Ach, hat sich gerade erledigt. Ich vermute mal, das werden nicht die einzigen sein. Ich vermute mal, da kommen jetzt noch ein paar. Ach, den lasse ich mal liegen. Hallo, Kollege. Kann ich jetzt eigentlich auch? Das würde mich mal interessieren. Das wäre doch voll geckig. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier... Boom, boom, boom. Geht aber leider nicht. So, wir müssen die Treppe nach oben... Auto, hier ist der Autopsie. Wir müssen die Treppe nach oben. Wo war die Treppe nach oben? Da war sie ja. Wir haben auch keinen goldenen Pfeil mehr, der uns jetzt sagt, wo wir lang müssen. Im Zirkus der Pferde. Ach, müssen wir alle? 2 von 3, Tatsache. Hier war doch die andere noch, ne? Genau. Was? Ach, hab ich schon. Naja, tschüss. War schön mit dir. Lustig, dass wir jetzt auch so schreien. Nein. Dann geh jetzt zum Lüftungsschacht der Little Sisters bei den Proving Grounds. Nein, aber vielleicht vor meiner mächtigen Rohrzange. Oh Mensch, du siehst aus, als könntest du eine Aufforderung vertragen. Ich fühle mich gar nicht gut. Er ist schwindelig. Und manchmal sehe ich sogar, dass die gar nicht da sind. Ach, die oh, hübsch hier. Trübsinnig zur Mutter Mary. Das ist der Plasmid Blues. Du musst dich mit dem Splice ein bisschen zurückhalten. Und dich versiehst, bist du wieder gesund. Das Museum. Da würde ich ja gerne mal reingehen. Ich speichere mal gerade, nur vorsichtshalber. Ich würde gerne mal da unten gucken, ins Museum reinschauen. Du musst sie aus jedem Versteck locken, dann werden sie dir die Tür öffnen. Los jetzt, schlag mit der Rohrzange auf den Lüftungsschacht. Bist du im Lüftungsschacht? Tja, kommt niemand raus, komisch. Ah, okay. Ach, wir wären sowieso da runtergekommen. Naja, toll. Ich wollte doch erstmal woanders gucken. Hier waren wir doch schon mal. Ach, hier ist das. Ja. Schlag mit der Rohrzange auf den Lüftungsschacht. Ja, hetz mich nicht. Ich bin ein Big Daddy. Buffy Fair Station.
So, Gene müssen wir nicht ändern. Okay, ich hau ja schon dagegen. Ist ja gut. Hören Sie nicht auf die Lügen von Atlas und seinen Parasiten. Oh. Rapture. Oh. Entschuldigung, ganz übersehen. Chemowerfer Reichweite, brauchen wir nicht unbedingt Bruchwahrscheinlichkeit. Granatwerfer, Schadensimmunität, automatisch generierte Hohlladung, machen dich deinen eigenen Granaten gegenüber. MG, Rückstoßverringerung, Pistolenmagazingröße. Würde ich fast die Rückstoßverringerung machen. Damit wir damit besser zielen können, weil das ja immer so ein Problem ist bei den Dingen. So, ich speichere mal. Und dann... Cool. Und bitte, es ist mir sehr wichtig, dass du mit den Kleinen behutsam umgehst. Ach, meine kleinen Männchen. Ich hoffe, das kriege ich hin. Ich bin doch kein geborener Big Daddy. Und warum redest du nicht mit mir, Kleine? So, wir betreten den Schott zum Versuchsgelände. Jetzt bin ich sehr gespannt. Wir müssen die Little Sister beschützen und ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Weil, naja, ich bin immer so ein bisschen rabiat. Ich kann mich nicht mal selbst beschützen.